want you to be smart. Lesson 2. Am Anfang des Internets war neben zahlreichen, nach heutigem Verständnis sehr schlecht gestalteten Webseiten, der Blog. Und der Blog war gut für, na sagen wir mal für alle, die das nicht mitbekommen haben, so wie die Bewertungen heute auf Amazon, eBay und anderen Verkaufsportalen. Geschriebenes Wort, mit denen die User oder die Konsumenten beschrieben haben, wie denn das Produkt XY so sei und was sie für Erfahrungen damit gemacht haben. Auch an dieser Stelle möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass gerade Pseudoerbser in dieser Hinsicht Unglaubliches leistet. Denn was ich als Konsument und dann auch Besucher von Blogs und Co. erwarte, ist, dass ein anderer ein Produkt auf Herz und Nieren getestet hat. Nicht unbedingt mit wissenschaftlichen Apparaten wie der Stiftung Warentest, sondern dass er das Produkt, was er sich gekauft hat, von mir aus auch geschenkt bekommen hat, tatsächlich auf seinen Alltagswert hin testet. Wenn ich jemanden treffe, der das Produkt dann auch noch anhand von seinen Maßstäben an, sagen wir mal, Ethik, Herkunft und Herstellung testet, bin ich umso mehr überrascht, dass scheinbar nicht nur ich auch solche Ansprüche an ein Produkt stelle. Wen hätte es gewundert, mit der Verbreitung des Internets kamen dann auch immer mehr Besucher auf diese Blogs. Und entsprechend der Bewertungen, die sie dort lesen konnten, haben sie dann ihr Kaufverhalten angepasst. Wenn eben die in der Werbung als super angepriesene Seife, Lotion oder was auch immer dann im Alltagstest den Versprechen nicht standhalten konnte, dann war auch kein Anreiz mehr da, um dieses Produkt zu kaufen. Oh, was hat das Marketing geärgert? Denn bis dahin sind die Leute losgezogen, haben ein Produkt, wahrscheinlich gerade frisch angepriesen, fleißig gekauft, sind nach Hause gegangen und waren dann mehr oder mal weniger überrascht, wie gut oder eben nicht gut das Produkt den Werbeversprechungen standhielt. Bevor ich jetzt also losgehe, um mir ein Produkt zu kaufen, kann ich nachschauen, was denn andere schon für Erfahrungen damit gemacht haben. Für den Fall, dass du, werter Zuschauer, ein Marketing-Fuzzi bist, ja, das ist ein relativ alter Hut in einem relativ neuen Medium. Denn auch dir sollte bekannt sein, dass schon Mitte der 60er es Untersuchungen gab, wie gut oder eben schlecht die Werbeversprechen denn wirklich waren und auch sind. So hat man zum Beispiel bei dem Waschmittel Ariel überprüft, ob es dann tatsächlich nur Ariel ist, das aus einem Kleidungsstück mit einem Knoten den Schmutz rausbekommt. Für die jüngeren Zuschauer, man nahm ein T-Shirt, hat es beschmutzt und dort, wo der Schmutz am größten war, hat man einen Knoten gemacht. In der Werbung dachte man, oh, da kommt das Waschmittel nicht so gut ran und deswegen bleibt der Schmutz drin und nur Ariel holt es raus. Und was hat sich zur Überraschung aller gezeigt? Es kommt überhaupt nicht darauf an, welches Waschmittel man nimmt, sondern der Schmutz geht da eben doch raus. Anders als im Fernsehen ist man jetzt im Web eben nicht mehr darauf angewiesen, dass eine Sendung nur zu einer bestimmten Zeit kommt. Und somit hängt es eben ganz von den eigenen Interessen ab, ob ich einen Beitrag sehe, finde und mich dann darüber informieren kann. Solche Tests, gern auch mal ins Abend- oder Nachtprogramm geschoben, erreichen dann eben unabhängig von der Uhrzeit sehr, sehr viele potenzielle Kunden. Es hat aber nicht allzu lange gedauert, bis auch das Marketing die Wunder und Möglichkeiten von Blogs für sich entdeckt hat. Und so wurden dann auch scheinbar den Blogs, die eine Person von nebenan, also ein Konsument wie ich und du, ganz schnell ein Blog, den entweder ein Marketing-Fuzzi geschrieben hat oder die Person wurde dafür bezahlt, dass sie möglichst positiv über ein Produkt berichtet. Sind dann die Leser dieser Blogs losgegangen, haben sich aufgrund dieser guten Empfehlung das Produkt gekauft und haben dann gemerkt, dass das Produkt eben nicht so gut ist wie beschrieben,
dann haben sie ihre Wut über diesen Fehlkauf allzu gerne auch unter den Blogs abgelassen. Die Glaubhaftigkeit des Blogschreibers war damit dann im Eimer. Die meisten Blogbetreiber haben sich damit gerühmt, dass sie unabhängig, also ohne dass Geld fließt, ohne dass Produkte gestellt werden, sich diesen Tests hingeben. Was würde es auch für einen Sinn machen, wenn ich für ein Produkt kein Geld bezahle und diese Dinger dann teste? Gerade weil ich Geld für ein Produkt ausgegeben habe, werde ich dieses Produkt auch ganz anders wertschätzen. Und nur die knüppelharten Tester, die also kein Geld dafür ausgeben müssen, behalten sich diese Kriterien auch bei, wenn sie die Produkte eben kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen haben. Anders sieht das eben heute aus. Betreibe ich also einen YouTube-Kanal und mache Videos, also aus einem Blog wird ein Vlog, dann bin ich natürlich darauf angewiesen, dass mir diese Firmen Produkte zur Verfügung stellen. Würde ich auch nur im Ansatz probieren, mit dem Kaufverhalten einiger YouTuber aus dem Bereich Fashion und Beauty mitzuhalten, dann würde ich ganz schnell merken, ach du Scheiße, ich brauche ja mindestens einen Zweitjob, um mir das leisten zu können. Wie ich in meinem vorherigen Video schon erwähnt habe, gibt es zwei sehr, sehr schöne Webseiten. Die eine, wer zu wem, und die andere, Kocheck. Warum ich das in diesem Zusammenhang erwähne, erschließt sich, wenn ihr diese Seiten besuchen würdet. Ich fange mit Kocheck an. Fast egal welches Produkt, ich kann mit Kocheck überprüfen, was eigentlich drin ist. Also was für Inhaltsstoffe. Ich habe ja nichts von einer hautreinigen Gesichtscreme, wenn die voller Säure oder anderer ätzender oder basischer Substanzen ist. Gleichzeitig greift die Sache noch die Kriterien von, sagen wir mal, Ethik auf. Also unter welchen Umständen, mit welchen Inhaltsstoffen wird das Ganze produziert. Und dann kann ich eben als, sagen wir mal, Allergiker oder Mensch mit einem Gewissen sagen, halt, nein, ich möchte kein Palmöl in meinem Produkt haben, weil Palmöl bzw. der Anbau von Palmölplantagen nachhaltig und ganz gezielt den Regenwald zerstört. Wer zu wem bietet mir zusätzlich die Informationen, welche Firma, welches Unternehmen eigentlich hinter welchem Produkt steht. Gehen wir mal ganz kurz davon aus, dass wir eine junge Frau sind und wir stehen in einer Drogerie. Wir überlegen, nehme ich diesen Lippenstift oder jenen Lippenstift? Beide Marken haben wir noch nie gehört und jetzt wollen wir eigentlich mal wissen, wer dahinter steckt. Kaufe ich also Produkt 1 von dem Tierversuchsschlechter schlechthin oder kaufe ich Produkt 2, das seine Produkte nicht an Tieren, sondern sagen wir mal an Schlumpfbabys testet. Und jetzt wieder normal, ohne Übertreibung, bei all den Marken, die auf dem Markt sind, kann man kaum wissen, wer da zu wem gehört und darum eben auch der Name der Webseite. Wir geben also die Marke ein und wer zu wem spuckt uns aus, wer denn eigentlich dahinter steckt. Ich glaube, die ein oder andere Frau, aber natürlich auch der ein oder andere Mann, wird sich ganz schön wundern, welcher große Konzern hinter dem Billigjoghurt bei, sagen wir mal, Aldi, Lidl, Penny und Co. steckt. Und spätestens dann kommt die Frage auf, warum ich für das gleiche Produkt im Laden XY einen viel höheren Preis zahlen soll, wenn ich es doch hier für einen niedrigeren Preis bekomme. Natürlich steht auch die Qualität im Vordergrund. Also das zieht sich durch von Geschmack über Inhaltsstoffe bis zu dem, was da eigentlich mitverarbeitet wurde. Gerade bei großen Unternehmen kann man nicht nur davon ausgehen, dass man hier Gleiches in unterschiedliche Behälter gerührt hat, sondern dass man den Aufwand gar nicht betreibt, dass man unterschiedliche Produktionslinien, das sind also große Maschinen, die für die Produktion verantwortlich sind, dass man diese parallel laufen lässt, nur um nachher zwei unterschiedliche Produkte zu haben. Und spätestens an diesem Punkt, wenn ich mir also nicht sicher bin, ob denn der gleiche Quatsch in zwei unterschiedlichen Produkten ist, dann kommt wieder die Seite Kocheck ins Spiel.
denn die liefert mir, wie bereits erwähnt, detaillierte Inhaltsangaben und wie das Zeug denn wirkt. Wer dem jetzt nicht folgen kann, dem sage ich hier schon, ich werde in einer folgenden Folge darauf detailliert eingehen und nehme dann mal das durch, was die meisten von euch sich morgens wohl aufs Brötchen schmieren. Nutella. Und um die Lücke zu schließen zwischen Marketing, Blogs, Vlogs und YouTube hier, komme ich jetzt zu den konkreten Beispielen. In der letzten Folge hatte ich ja auf die neue Mediakraft-Webseite hingewiesen, wo man sich jetzt relativ offen zu gelaufenen Projekten äußert. Die ganzen Kritiker, die gesagt haben, gestalte deinen McDonald's-Burger, was ist denn das für ein Werbescheiß, die wurden beim Betrachten jetzt bestätigt, ja, es war Werbescheiß. Gut, die Marketing-Fuzzis nennen es dann gerne Cross-Media oder auch Product Placement. Es bleibt dann aber das Gleiche. Man wirbt, ohne darauf hinzuweisen, dass man wirbt, für ein Produkt, eine Dienstleistung oder eine Sache, die man irgendwie an den Mann bringen möchte. Im Fall McDonald's wird jetzt wohl keiner loslaufen und sagen, ich möchte den Burger, der da gewonnen hat, weil der ja so toll oder eben nicht toll ist. Nein, der Lebensmittel-Anbieter McDonald's hat Aufmerksamkeit bekommen. Die Seite wurde geklickt, nicht nur, weil die Leute eigene Burger bauen wollten. Nein, weil die Fans und Follower und wie sie nicht heißen, für ihren Fan und somit für den Burger ihres Fans abstimmen wollten. Und wenn auch nur 2% dieser User, die hinter dem Datenvolumen steckten, dann nur einen Burger gekauft haben, dann hat sich die Sache für McDonald's garantiert schon gerechnet. Und auch an dieser Stelle muss man nicht unbedingt viel Ahnung haben, um dann zu verstehen, wie wichtig Netzwerke für den Bereich Marketing sind. Möchte, um bei dem Beispiel zu bleiben, McDonald's denn jeden der x YouTuber persönlich anschreiben oder anrufen, ob sie bei der Aktion mitmachen möchten? Ich glaube kaum. Also wendet man sich an das Netzwerk, was hinter den Usern steht. In diesem Fall eben Mediakraft. Man bespricht die Strategie, die Ziele und was man bereit ist, dafür zu zahlen oder auch zu machen, sei es die Burger zur Verfügung stellen oder einen Drehort zur Verfügung zu stellen, und die Mitarbeiter des Netzwerkes besprechen das dann mit ihren Teilnehmern. Hier trifft man dann in, sagen wir mal, einer Skype-Konferenz auf seinen Ansprechpartner aus dem Netzwerk und der hat dann hoffentlich auch die passenden Worte, um die Idee von McDonald's an die jeweiligen YouTube-User weiterzuleiten. Die produzieren dann in Absprache mit ihrem Netzwerk, die ja vorher mit dem Auftraggeber McDonald's gesprochen haben, passende Videos, aufeinander abgestimmt, nicht, dass man aneinander vorbei produziert, und dann geht die ganze Sache an den Start. Aber gut, das Beispiel mit "Wir sind mal kurz eine junge Frau" habe ich nicht ohne Grund gebracht. Die wohl am stärksten vertretenen Blogs oder jetzt Vlogs oder einfach nur Videos sind die, die sich mit dem Thema Schminke beschäftigen. Und auch wenn viele von euch keine Frau sind und deswegen Kosmetik wahrscheinlich nicht so stark benutzen, wie es eben Frauen tun, das Thema Product Placement, Produktbereitstellung und, ich sage jetzt mal bewusst, versteckt Werben in Videos, findet sich eben zuhauf, gerade in den Schminkvideos. Aber eben nicht nur dort. All die Vorwürfe, das wurde dir ja bloß zur Verfügung gestellt, du bist ja gekauft, liest man unter vielen dieser Videos von diesen Schminkgurus zuhauf. So lange, bis die jeweiligen Personen dann gesperrt oder geblockt wurden, oder eben bis die Person sich dazu äußert. Und um nicht immer nur der Meckerfritze zu sein, erwähne ich hier mal sehr positiv in diesem Feld die Userin Darum. Denn Darum hat sich in einem ihrer Tag-Videos mal dazu geäußert und meinte, dass sie kaum bis gar kein Geld mehr für Kosmetikprodukte ausgibt, weil sie eben den größten Teil der Produkte von den Firmen gestellt bekommt. Das ist jetzt kein Aufruf und das soll auch nicht so gedacht sein, dass sich gleich die paar Zuschauer, die sich das hier antun, losrennen und irgendwas schreiben.
Ich gebe bloß noch mal zu bedenken, wie unabhängig kann jemand sein, der eben kein Geld dafür ausgibt und dann ohne eine Relation zu den Kosten diese Produkte bewirbt. Natürlich kann es solche Leute geben, vor allem wenn ihre Einnahmequellen unabhängig von den Produktkosten stattfinden. Ich gebe bloß mal zu bedenken, wenn ich am Beispiel darum bleibend von den Einnahmen durch YouTube meinen Lebensunterhalt bestreite, dann werde ich wohl nicht so kritisch rangehen, als wenn ich mein Geld von einer anderen Quelle bekomme, sagen wir mal dem Institut für Stiftung Warensicherheit und Co. und dann auch in voller Offenheit sagen kann, wie gut oder eben auch beschissen ein Produkt ist. Und gerade bei dem Thema Kosmetik und Drogerieartikel muss ich wohl besonders hellhörig werden, denn die verwendeten Chemikalien sind nicht nur allzu oft schädlich für den Anwender, sondern bei der Produktion werden dort auch Ressourcen eingesetzt, die genau wie die Produktionsumstände mehr als fraglich sind. Spätestens dann sollte das eigene Gewissen schon anschlagen. Was habe ich von einer 99-Cent-Handcreme, die mir nicht unbedingt die Haut von den Knochen frisst, aber die in anderen Ländern dafür sorgt, dass das kleine 9-jährige indische Mädchen auf einem Hinterhof spielen muss, der von Chemikalien nur so verseucht ist? Zugegeben, das Beispiel mit dem kleinen 9-jährigen indischen Mädchen ist etwas übertrieben. Denn ich denke kaum, dass ein 9-jähriges indisches Mädchen, ob nun Näherin oder bei der Produktion für Kosmetikartikel beschäftigt, nach 8 oder 12 Stunden Arbeit in der Fabrik danach noch irgendwo spielen will oder kann. Für wen das Thema Kosmetik zu abstrakt ist, für den kommt beim nächsten Mal der männliche Part. Na dann, viel Spaß!